Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Transport Fever 2. Jo, mit der Tram Challenge. Sie ist ein bisschen sehr interessant, aber wir haben ein bisschen Geldsorgen, das müssen wir noch ein bisschen beheben. Und wir haben ja gesagt, wir können nicht alles mit Tram machen, das sind nur Personentrams. Und jo, ich möchte noch einen Zug oder so machen zum Geld verdienen. Ich schaue mir gerade, wir können hier runter gehen. Machen wir doch eine Zuglinie schon mal. Jo, leider macht das Problem, das Spiel wieder ein bisschen Probleme mit dem, einfach mit dem Aufnehmen. Und deshalb habe ich eine kurze Pause machen müssen. Es ist irgendwie gefixt worden. OBS hat doch wieder Bock, ein bisschen aufzunehmen. Ohne so komische Performance-Probleme. Und nur die Taste zum Aufnehmen geht nicht. Das liegt aber wahrscheinlich an diesem Spiel, an der Engine oder so. Jo, muss ich gucken, wie ich da einfach auf den Aufnahmeknopf drücken muss. Sonst wie jetzt eben vorher mal kurz aus dem Spiel tappen und wieder rein. So, wir machen den Bahnhof hier hin. Das ist jetzt unsere Geldquelle. Wir haben eigentlich ja zu wenig, genau, Geld wegen dem Zug. Aber dennoch, ja, wir können ja da den aufnehmen. So. Also, ich habe jetzt eben, wie viele Tage sind es jetzt? 10 Tage nicht aufgenommen, eben weil es nicht ging. Und es kommen immer viele OBS-Updates raus und die bringen meistens Bugs oder sonstige Sachen rein, aber keine Features. Ist ein bisschen doof. Jo, was haben wir da? Rohr, Zug, Rohr. Und was haben wir da unten? Da. Rohrdammbruch. Also, dann hoffen wir doch, dass wir einen Zug leisten können. Mehr kaufen. Ah, ist vielleicht nicht verbunden. Also so. Schauen wir doch mal. Irgendwo liegt das Problem und der Akku findet es. Irgendwo ist ein Problem. Wo liegt denn das Problem? Ich möchte kaufen. Ich möchte nicht kaufen. Ich möchte kaufen. Ich habe ja Plus. Woran liegt das Problem? Ich muss es einfach zufügen hier. Wusste ich gar nicht mehr so richtig. Was hat, wenn man immer so lange Pausen macht, wenn man so viele andere Spiele hat? So, jetzt. Es ist ein bisschen versteckt, dieses Zufügen. Ne? Also, haben wir es gefunden. Gut, jo. Ich bin heute recht müde, es ist Karfreitag und ich hatte natürlich sehr viele Reisen gemacht in letzter Zeit. Bin so ein bisschen, ja, Muskel- und Knochen müde. Aber es geht. Dafür machen die Spiele auch immer sehr viel Spaß und ja, man hat natürlich eine tolle Freude, so Parts aufzunehmen. Wenn sie noch ein bisschen besser ankommen, dann habe ich natürlich immer mega Freude. Aber das ist meistens halt nicht so leicht. Jo, man macht natürlich auch kaum Werbung. Und andere machen sehr viel Werbung. Da kann man nichts machen. So, da muss ich einen Bus nehmen. Und nein, auf die das Tram ein bisschen erweitern. Und hier muss ich zuerst mal eine Straße machen, scheinbar. Mal von hier. Schön gerade. So wie es geht. Das ist die falsche Seite. Ich kann nicht so gesehen. Jo, Spiel. Ist ein bisschen am Buggen. Wenn ich doch einen Weg ziehen will, dann will ich einen Weg ziehen. Und ich kann einen Weg ziehen.
Das mit der Eichheit ist okay. Unten noch. So, da müssen wir leider noch eine Pustel. Ja, was haben wir denn hier? Dann wieder. Dumm die dann. So, der Dambus. Kommt hier hin. Und wo haben wir einen anderen? Haben wir zwei Depots. Unseren oben. Nein, das sind Tram. Haben wir keins? Wir haben doch irgendwo. Das ist da drüben irgendwo. Das ist hier unten. Ah, leider müssen wir nochmals ein Ding machen. Gebäude. Straßenfahrzeuggebäude. Ach, ist das schön hier an den Waldrand. Oh, jetzt haben wir zu wenig Geld. Nein, ich muss da den aufnehmen. So. Der Bauersieg ist verfügbar. Okay. Personenwagen Bayern. Ah, die Postkutsche. Zu Rotterdam, nein. Bambus. Wunderbar. Also jetzt sollten wir eigentlich Geld verdienen. Ich müsste aber hier die Station noch verbreitern. So, ist immer noch angeschlossen. Ja. Das kann manchmal dann weg sein plötzlich. Und jetzt muss ich hier noch die Linie verwalten. Ab der 3. Legt man die 4 und dann wieder die 5 hier hin. Jo. Gut. Also die fahren jetzt dorthin und liefern sozusagen die Personen da hier beim Bahnhof ab. Aber so, das ist eine schöne Lieferung. Gut, wann kommt eine Straßenbahn? Da ist eine Straßenbahn, die geht aber hinfahren. Da ist eine Straßenbahn. So. Wunderbar. Wie süß, das Pferdchen galoppiert. Ja, jetzt werden die 6 abgeladen hier schon. Oder gehen die weiter? Ich denke, die werden schon abgeliefert. Und hier ist auch eine Person im Bahnhof drin. Und scheinbar noch nicht. Aber 10.000 plus. Ja, wenn nur die Ausgaben nicht immer so mega hoch wären. Das könnten sie mal runterfahren für den nächsten Patch. Ich hoffe, sie bringen bald wieder ein Patch und nicht wieder so ein halbes Jahr warten oder noch länger. Die sollten so große Features einfach dann irgendwann mal einbauen ohne die kleinen und die kleinen dann mehr. Aber so wie sie das jetzt machen, verlieren sie halt auch immer wieder viele Leute zwischendurch, die nicht mehr Lust haben zu spielen, weil es kein Update gab. Oder weil halt auch ja, das Modding da auch nicht so viel macht. Bin ein bisschen enttäuscht. Der erste Teil war mit Modding viel besser. Da hatte man wirklich spielverändernde Features. Extra Fahrzeugtypen und so. Ja. Also. Wir schauen mal hier. Uwalk braucht, denke ich mal, noch neue Routen. Die mache ich jetzt mal. Machen wir zuerst hier. Rohöl. Damit einfach ein bisschen mehr dort reinkommen, was gebraucht werden. Oder also der Anfang. Weil hier dann zu wenig. Genau, 2, 3. Da werden einfach dann zu wenig rübergebracht. Okay. Das haben wir ja letztens auch gemacht. Oh, Zucker. So. Das Kuhöl auch noch geliefert. Dann editieren wir noch den Treibstoff.
einfach so. Und zwar muss da man von weg. Kuwest nach Kuwalk, genau. Und die Fahrzeuge, die gehen ein bisschen anderswo hin. So. Das sollte reichen, oder noch einen. Ich habe überall Krämpfe. Viel zu wie gechockt und gewandert. Ja, was falsch gemacht. Ich habe jetzt einen neuen. Der rote ist Treibstoff. Okay, dann sollte das auch gut gehen. Wir werden gut Geld verdienen. Ja, plus. Und wir schauen mal kurz. Hier haben wir noch das Hauptquartier. Genau. Ja, es geht rund. Ich weiß. Und das sollte jetzt wieder hochgehen. Wir haben genug Zeit, um jetzt auch wirklich mal ein bisschen Geld zu verdienen. Die Darlehen vor allem runter machen. Abbezahlen. Und jo. Vielleicht werden ja neue Firmen oder so gegründet. Neue Fabriken. Wo haben wir sonst noch etwas Gutes? Brot haben wir dort nicht in der Stadt. Hier haben wir den Werkzeug. Okay. Haben wir genug Geld? Wir haben keinen Stein. Der Stein fehlt uns hier. Okay. Der Stein fehlt komplett. Also dieses Werkzeug will ich machen. Hier könnte ich auch relativ gut. Ein bisschen weit weg. Ja, hier komplettes Rohöl. Das würde ich sogar mit Lastwagen machen. Zweimal Rohöl. Okay, das ist sehr gut. Also Lapsliante. Lapsliante. Okay, sehr gut. Ja. Sind die schon viel besser? Können wir die editieren? Editor. Also 4, alle Güter 4, alle Güter 5. Ja, das geht nicht alles, da fehlt das Öl. Doch, das Öl ist drin. Ja, ich würde gerne das Öl einfach hier draufstellen, wenn ich Geld hätte. Da müssen wir noch kurz ein bisschen machen. Gut. Also, die tun jetzt auch. Okay, wir haben gerade kurz ein bisschen sehr wenig Geld gehabt. Ja, man muss in diesem Spiel schon ein bisschen effizienter bauen. Man muss sich Mühe geben, alles mal ein bisschen zu bauen. Und dann kriegt man das Geld auch. Aber wenn man so Challenges macht, hauptsächlich mit Trams dann spielt, wird dann ganz schwierig sein. Also Güterzüge sind das A und O. Aber jetzt momentan sind sie noch zu langsam. Man kann doch nicht so viel Geld zahlen. Man müsste viele machen von diesen Strecken. Und deshalb, jo, müssen wir natürlich da doch ein bisschen schauen, dass wir da noch Personenzüge machen, die eigentlich gut laufen, oder? Ja, okay, aber noch wenig Leute. Städte müssen größer werden. Ja, vielleicht haben wir noch bessere Städte hier zum Beispiel, da auch noch ein bisschen mehr Personenzüge machen können. So, haben wir hier im Hauptquartier einfach noch Level 1. Sehr cool. Ist das Hauptquartier? Steht nirgends. Ah ja. Wir haben noch Punktezahl 1, sorry. Ja, was haben wir? Straßenfahrzeuge, Trams, Züge 2. Also Trams 10, Züge 2. Ja, und die anderen werden gar nicht angezeigt.
Fahrzeuge, die herumfahren. Ja, noch ist der Verdienst nicht so hoch. Wir müssen einfach jetzt hier langsam die Personen haben. Der Zug befördert. Ja, ist wahrscheinlich ein bisschen zu viele Waggons. Zu wenige Personen, die mitfahren. Es geht wirklich fast runter, ey. Das Spiel ist einfach nur machbar, wenn man es genauso macht, wie die Entwickler es halt wollen. Also eigentlich mit allen Fahrzeugen spielt und sehr effizient spielt. Sonst kann man das Spiel kaum spielen. Das ist ein bisschen doof, weil man möchte ja Challenges machen. Man möchte ja auch Schönbau nicht unbedingt machen, also nicht Sandbox spielen, sondern man möchte ja auch mit Geld spielen. Und das geht einfach kaum. Deshalb machen halt so viele YouTuber auch nur Sandbox-Let's Plays, oder? Und die sind immer noch dran. Die haben einen Heidenspaß scheinbar. Ich aber irgendwie nicht. Ich kann nicht mit unendlich Geld spielen. Es geht einfach nicht. In keinem Game würde ich jemals irgendwie cheaten oder sonst irgendwas. Es geht einfach nicht. Ich brauche Geld. Sehr toll. So, geht mal weg. Da haben wir hier einen. Das ist doch ESC! Ah, das Spiel. Irgendwas im Weg. Oh, das sieht geil aus. Jo. Und sonst spielen wir einfach effektiv. Also dann tun wir die Challenge wieder ein bisschen reduzieren. Nicht von Schwierigkeitsgrad oder so, einfach damit das Spiel nachkommt mit dem Geld. Also, ja. Und einfach zwischendurch länger ein bisschen spielen, ohne Zeitfortschritt oder so, damit wir einfach Geld verdienen. Das kann ich dann auch alleine machen, das muss ich nicht unbedingt zeigen. Schönes Dorf. The Boing. Ein Dampftram, okay. Könnte ich dann bald machen? Diese Linie hier machen? Oder die Linie kurz machen. Habe ich aber nicht genug Geld. Bald. Ja, okay, ins Minus wieder. Die Intervalle, wo man zahlen muss und wo man verdient, ist viel zu gering am Anfang. Das müssen sie unbedingt irgendwie ändern oder einfach auch mehr Fabriken und mehr Dörfer generieren lassen. Das war im ersten Teil, das weiß ich noch, recht gut. Man hatte zwar schon ein bisschen finanzielle Probleme dort auch, aber es ging flüssiger. Das ist jetzt im zweiten Teil schon fast immer ein bisschen doof. Ich habe ja am Anfang vom Transport Fever 2 Spielen eigentlich echt Probleme gehabt mit der Performance und mit diesen langen Routen. Und war wirklich für Fuchsteufelswild auf die Entwickler. Ja, sie haben es einfach ein bisschen verbockt. Und jetzt haben wir mehrheitlich Minus. Woran liegt denn das? Ist irgendwie, schaut euch das mal an, ich habe kein Minus und trotzdem zieht es mich so runter wegen diesen Zeugs, oder? Diese mega Ausgaben, okay, jetzt bin ich oben. Endlich hat jemand mal Geld verdient. Dann kann ich das andere eigentlich auch gleich machen. Und jetzt bin ich dann gleich wieder ins Minus. Endlich mal ohne Pferde. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch die Busse auch wieder editieren. Dann habe ich dann bald gar keine Pferde mehr. Ja, tut mir leid, ihr seid ein bisschen zu wenig stark. Und zu langsam. Fortschritt muss kommen.
Ihr dürft dafür Reitsport machen. Oh, ah ja, das haben sie gerne. So, Dela. Der Baum weg. Hier haben wir 8. Gut. Die Frau will raus, wahrscheinlich. Du kannst ja später rausgehen. Muss ja nicht während der Fahrt hier stehen. Sie geht gar nicht raus. Und die andere hinten dran. Ja, volles Rohr. Hä? Hallöchen. Haben die Damen früher auch Pferde geritten? Also, ich dachte, das wären immer die Männer. Vielleicht heute in der neuen Zeit mit Pferde reiten wahrscheinlich eher die Frauen jetzt. Das ist ja nicht reiten, das ist ja einfach Pferdewagen benutzen. Es waren früher Ladies. Die Ladies haben alles gemacht, gekriegt. Hey, jo. Also kann ich da, ja, da muss ich eine Straße bauen. Darunter vielleicht, aber das ist ja nicht so effizient. Das mit der Kohle vielleicht machen, ist aber auch wieder ein bisschen weiter. Ist mir fast ein bisschen zu wenig. Ich hoffe einfach, die Firmen werden jetzt nicht alle bankrott. Ja, Holz ist effektiv, stimmt, aber da haben wir kein Sägewerk, nur also links. Da oben haben wir noch eins. Ich tue jetzt mal nicht so viel mit Waren machen. Ich tue lieber jetzt mal momentan mit Güte machen und dann, wenn es bessere Fahrzeuge gibt, mache ich die Waren auch noch dazu. Ja, das ist ein bisschen zu wenig gut, einfach. Bisschen zu aufwendig mit Güterzügen. Okay, das kann ich auch wieder editieren. Die Waggons sind jetzt zu schlecht. Ja, es ist zu teuer. Kann ich dann nochmals kurz rausgehen? Möchte gerne einfach einen großen nehmen. Ist auch noch zu teuer. Sehr, sehr teuer. Ja, gut. Da muss ich kurz nochmals verdienen. Aber einen bringt schon viel mehr Geld. Deshalb haben wir noch einen und noch zwei vielleicht. Aber seht ihr, wie viele jetzt fahren? Also es braucht einfach einige Zeit und das tut im Spielfluss halt nicht so gut, bis dann endlich mal die Leute auch wollen. Ein bisschen doof aus. Ja, es sind halt einfach neue. Einfach ein bisschen komisch aus mit vier und dann einem anderen noch dazu. Aber es ist ja logisch, das sind andere Waggons. Also, Plastik. Bräuchten wir nirgends. Ich möchte irgendwo Stein oder so, Silberstein. Gar keine Firma. Stein. Da unten ist ein bisschen weiter weg und hat keine Verbindung. Bitte gründet wieder Firmen, ein bisschen mehr. Also, ja, man kann das eine, das verlassen, ganz runterstellen und das Gründen der Fabriken ganz raufstellen und trotzdem werden noch mehr abgerissen als gegründet. Da ist etwas nicht so gut gelaufen mit der Produktion von diesem Feature. Ist ein bisschen doof für die Spiele. Aber bei mir jetzt im Part
Passiert gar nichts oder kommt das erst später? Weiß ich nicht. Also dieses Needling, ja, braucht diese Backsteine auch. Das wäre als nächstes eigentlich gut machbar. Können wir viel Geld verdienen eventuell. Und auch nach Windesheim. Stadtbahnhalle. Wollen wir das zuerst machen? Ich mach mal kurz. Ja, wir haben wenig Geld. Ja. Ui, das ist immer noch ein bisschen knapp. Okay, jetzt ist es eben wieder mehr. Ich muss es unbedingt machen jetzt. Sonst kriegen wir da nie Geld und dann wird das wieder abgerissen. Jo. Komm bitte Geld schnell. Bitte, bitte mehr Geld. Ich brauch Money. Manitius, Manotius. Ich brauch Money. Ihr werdet wahrscheinlich Darlehen aufnehmen. Noch ich auch. Ich bin einfach so ein bisschen zögerlich. Ich will jetzt nicht so viele Sachen aufnehmen und nicht mehr abbezahlen können. Also, nicht. Jo, machen wir das schon mal. Stein. Also, dann haben wir doch hier auch gute Steine sind dabei. Ja. Ich möchte eigentlich, dass die gesehen werden. Aber scheinbar sind das nur im ersten Teil. Jo, neue Linie. Und hier muss ich natürlich das noch machen. Gut. Nichts gedrückt. Ja, es kommen Backstein. So. Und hier mache ich dann mal die zwei hin. Und die anderen zwei müssen natürlich noch was geben. Das ist länger. Gut. Also produziert ihr genug? Könnt ihr genug einladen? Nicht im Auto saven. Ich habe eingestellt, dass es nur als 20 Minuten oder so sind. Oder ist das nicht mehr? Dieses Spiel nervt manchmal. Mit seinen Autosaves. Erweitert. 30 Minuten! Und trotzdem hat es mich erst genervt. Dann machen wir 40 Minuten. 60 Minuten. So, nicht immer das Auto saven. Dankeschön. Ist es wahrscheinlich wegen der Schnelligkeit vom Ding, oder? Das Niedling ist auch niedlich. Aber auch groß. Ja, dann könnten wir eigentlich hier auch noch Straßenbahnen machen. Also Kuhwalk muss ja auch noch wachsen. Hat aber kein, ja, Getreide, Lebensmittelfabrik und so in der Nähe. Einfach größer machen am besten. Und hier mit dem Zug geht ja auch super, oder? Ja, okay. Muss noch ein bisschen gemacht werden. So direkt hier aussteigen bei den Fabriken, die gut riechen und oh, sehr, ein riesen ja, Ziel ist für Touristen. Sehr gut. Ja, irgendwann mal schief machen, wenn hier Dambeck ein bisschen näher ans Meer, an den See ist. Dann hier runter oder so. Oder hier hoch. Gut, also dann, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Euer Travel Basler. Tschüss.